Achtung, jetzt wird es ein bisschen unbequem. Reden wir über Atommüll. Der radioaktive Abfall, der entsteht bei der Herstellung von Atomenergie. Der Abfall, für den wir immer noch nicht herausgefunden haben, wie damit umgehen oder wo lagern. Die jetzige Lösung? Langzeitlager. Aber weißt du, wie lange der Atommüll dort gelagert werden muss, damit er nicht mehr gefährlich ist? Ganze 1 Million Jahre. Aber was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass eine revolutionäre Technologie erfunden worden ist, die den Umgang mit Atommüll für immer verändern wird? Genau das verspricht das Unternehmen Transmutex. Atommüll zu recyceln, um so wiederum Energie zu gewinnen und gleichzeitig die Aufbewahrungszeit zu verkürzen. Und zwar drastisch. Von 1 Million Jahren zu nur noch 500 Jahren. Dabei soll das Verfahren auch viel sicherer sein wie herkömmliche Atomkraftwerke. Weil als Ausgangsstoff sollte nicht Uran verwerten wie sonst Amix, sondern sicherere Thorium. Sichere und nachhaltige Energieversorgung. Das Ganze ist schon sehr weit in der Entwicklung. Die Schweizer Gesetze lehnen Technologien aber noch nicht zu. Seit dem riesen Atomunglück, das in Fukushima 2011 passiert ist, hat die Schweiz beschlossen, aus der Atomenergie auszusteigen. Ist der Ausstieg zuvor eigentlich passiert? Es werden jetzt immer mehr Stimmen laut, dass man Atomkraft als CO2-neutrale Energiequelle nutzen soll. Aber es gibt trotzdem noch ein paar Punkte, die man unbedingt beachten muss. Erstens, Atomkraftwerke sind immer noch sehr viel teurer wie erneuerbare Energien. Und zweitens, CO2-neutral sind sie auch nicht wirklich. Sie stoßen im Vergleich zu erneuerbaren Energien immer noch 3 bis 29 Mal mehr CO2 aus. Und drittens, das neue Verfahren kann nicht den gesamten Atommüll recyceln. Mittel- bis schwachstrahlender Atommüll muss immer noch gelagert werden. Und das ganze Problem ist somit noch lange nicht gelöst. Aber was hat die Stufe Transmutex? Eine Idee, die unbedingt weiter erforscht werden muss? Oder sollte man Atomenergie als Ganzes einfach nicht mehr in Betracht ziehen? Schreib es uns in den Kommentaren. Und ganz wichtig, folgt der Swiss Climate Challenge.